In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie sich im Transparenzregister registrieren. Hier oben steht der Pfad der Webseite transparenzregister.de. Anschließend auf Jetzt registrieren klicken. So, dann wird nach den Cookie-Einstellungen gefragt. Ich empfehle in der Regel aus Datenschutzgründen immer nur technisch notwendige Cookies zu akzeptieren. Heißt, das klicken wir jetzt hier auch mal an. So, eine Registrierung im Transparenzregister ist notwendig für alle Unternehmen, es sei denn, man firmiert in Form einer GbR, Gesellschaft bürgerlichen Rechts, oder in Form eines eingetragenen Vereins. Dann besteht keine Eintragungspflicht. Sinn und Zweck des Transparenzregisters ist es, die natürliche Person, also den wirtschaftlich Berechtigten, hinter einem Unternehmen identifizieren zu können. Das bedeutet, dass man alle wirtschaftlich Berechtigten, das sind Personen, die halt 25% oder mehr der Stimmrechte oder Kapitalrechte halten, eintragen muss. Zudem ist die Registrierung ins Transparenzregister noch notwendig, wenn man als Verpflichteter, also zum Beispiel als Güterhändler, Einsicht in das Transparenzregister nehmen möchte. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn man Firmenkunden hat, GmbHs oder ähnliches, und diese Firmenkunden zahlen zum Beispiel bar. Dann muss man sich als Verpflichteter ein Bild darüber machen, wer ist denn die natürliche Person hinter der Firma. Und das ist am einfachsten einzusehen im Transparenzregister. Natürlich ist eine vorherige Registrierung notwendig. Wie registriert man sich denn jetzt? Am einfachsten auf Jetzt registrieren klicken, anschließend eine Mailadresse eingeben und die ebenfalls mit Sternchen markierten Felder in Bezug auf ein Passwort und die Passwortwiederholung eintragen. Auf Speichern klicken, anschließend die Buchstaben abtippen und natürlich die Nutzungsbedingungen bestätigen. Und auf Bestätigen klicken. Hier steht jetzt, Registrierung ist erfolgt und auf die E-Mail-Adresse, die man soeben eingetragen hat, erhält man in Kürze einen Link zur Bestätigung der Registrierung. So, nach Erhalt der E-Mail sieht man, hier ist ein Link vorhanden, den muss man dann öffnen. Und wichtig ist auch der Satz, der drunter steht, mit der Basisregistrierung ist noch keine Mitteilung des wirtschaftlich Berechtigten erfolgt. Das heißt, da muss man natürlich weitere Aktionen durchführen. Wie das geht, steht hier ebenfalls beschrieben. Das zeige ich Ihnen aber gleich. Wir öffnen jetzt einmal die Seite. Und sehen, Registrierung war erfolgreich, Registrierungsbestätigung. Damit ist man aber noch nicht angemeldet. Das heißt, wir sagen jetzt hier nochmal anmelden, geben hier nochmal unsere Mailadresse ein. So, jetzt haben wir hier mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Für Vertreter des Unternehmens, für die Geschäftsführung oder die beauftragten Personen ist es wichtig, den wirtschaftlich Berechtigten einzutragen, der Firma. Das heißt, hier gehen wir auf erweiterte Registrierung aufrufen. Anschließend sagen wir, was Sinn und Zweck der Registrierung ist. Und zwar möchten wir wirtschaftlich Berechtigte in das Transparenzregister eintragen. Gehen auf Weiter. Das Ganze machen wir nicht als natürliche Person, sondern Registrierungsart ist für das Unternehmen. Und auch hier auf Weiter. Dann nochmal das Unternehmen eintragen und die Adresse. Alle Felder mit Sternchen müssen befüllt werden. So, Bundesland habe ich jetzt offen gelassen, weil wie gesagt kein Sternchen. Neben der Firma muss auch ein Ansprechpartner hinterlegt werden. Die E-Mail-Adresse wurde schon übernommen, das heißt auch hier können wir sagen, bestätigen. Ansonsten gibt es kein verpflichtendes Feld mehr. Anschließend auf Weiter. So, anschließend wird nach den Rechnungsdaten gefragt, denn jährlich wird eine Gebühr von 4,80 Euro, meine ich, erhoben. Da können wir sagen, Adresse aus Ihrer zuvor angegebenen Anschrift übernehmen. Und dann hat man als letzten Punkt die Übersicht der eingetragenen Daten und kann anschließend auf Speichern klicken.
Nach dem Speichern erhält man eine erweiterte Registrierungsbestätigung mit allen angegebenen Daten. Zum Start. Anschließend, das erhält man auch, wenn man hier auf Meine Aktionen geht, ne, bekommt man das Feld Meine Aktionen und Daten. Und um einen wirtschaftlich Berechtigten eintragen zu können bzw. verwalten zu können, klickt man entsprechend hier auf Wirtschaftlich Berechtigten eintragen. Um die Firma nicht doppelt einzutragen, macht es Sinn, hier den Namen der Firma einzutragen, in unserem Fall jetzt die Exculpa GmbH, und zu sagen, suchen. Falls schon eine Eintragung erfolgt ist, würde man das dann hier unten sehen. Hier steht jetzt nicht vorhanden, heißt, wir wissen, die Exculpa GmbH ist noch nicht existent im Transparenzregister, und wir sagen, neue transparenzpflichtige Rechtseinheit eintragen. Hier werden einige Fragen gestellt, es sind insgesamt 5 Seiten. Die erste Frage ist wieder Art der Registrierung. Wir haben eine juristische Person des Privatrechts, heißt, das erste muss eingetragen oder angeklickt werden. Anschließend auf Weiter. Wählen Sie das Register aus, in das die transparenzpflichtige Rechtseinheit eingetragen ist. So, das ist in der Regel das Handelsregister. Heißt, auch hier kann man die Vorauswahl stehen lassen und auf OK gehen. So, auf der Seite 2 wird dann nach den konkreten Firmendaten gefragt. Hier brauchen wir das entsprechende Registergericht. In unserem Fall ist das einfach, das ist der oberste Punkt, Aachen. Registerart ist bei einer GmbH in der Regel auch Handelsregister Abteilung B. Dann die Registernummer und noch einmal die Firmierung. Und dann Abfrage starten. So, hier sieht man jetzt, das System ist fündig geworden und man kann das hier anwählen. Weitere Daten benötigen wir nicht und klicken auf OK. So, anschließend wird noch nach der Firmenbestätigung gefragt. Das heißt, dass die angezeigte oder ausgewählte Firma beim Registergericht in der Form geführt wird. Einmal bestätigen und auf Weiter. Auf Seite 3 wird dann noch einmal nach der Anschrift gefragt. So, und auch da brauchen wir keine weiteren Punkte einzutragen. Auf Weiter. Dann sind wir schon auf der letzten Seite angekommen. Und hier kann man dann einfach nur noch auf Speichern klicken. Die transparenzpflichtige Rechtseinheit wurde eingetragen, das ist die Bestätigung und nochmal die Zusammenfassung. Dann kann man wieder zur Übersicht gehen. Hier steht jetzt, anders als das eben beschrieben war, die Exculpa GmbH direkt eingetragen in der Übersicht. Und um den wirtschaftlich Berechtigten oder die wirtschaftlich Berechtigten, sprich alle Gesellschafter mit mehr als 25% Anteilen, einzutragen, geht man hier auf das Plus. Dadurch wird ein neuer Auftrag erstellt. Hier wird als erstes nach der Art der Mitteilung gefragt. Art der Mitteilung ist, neuen wirtschaftlich Berechtigten angeben. Hier das kann man vernachlässigen, es sei denn, es ist eine Unstimmigkeitsmeldung erfolgt und man hat darüber eine Notiz erhalten, dann klickt man entsprechend natürlich diesen Punkt an. Oder man möchte eine alte Eintragung berichtigen, dann natürlich hier das. Ansonsten ist die Art der Mitteilung bereits voreingestellt, neue Mitteilung wirtschaftlich Berechtigter. Heißt also nur noch auf Weitergehen. Eine weitere Bestätigung ist notwendig, dass die transparenzpflichtige Rechtseinheit unter diesem Namen auch wirklich beim Transparenzregister geführt wird. Auch das klicken wir an und sagen Weiter. Anschließend wird nach der Gültigkeitsdauer gefragt. Hier hat man die Möglichkeit der Auswahl eines Dropdown-Menüs. In der Regel wird es so sein, dass die Gesellschafter sich vermutlich in den letzten 4 Jahren nicht geändert haben, sprich man kann hier auswählen vor dem 1.10.2017. Gültigkeitsdatum bis, auch hier ist es in der Regel so, dass das aktuell ist und auch weiterhin gilt, heißt bis auf Weiteres. Hier das wieder bestätigen mit OK. So, im vorletzten Schritt
geht es dann wirklich an die Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten selber, sprich die natürliche Person, die hinter dem Unternehmen steht. Wir tragen jetzt hier mal den Max Mustermann mit dem Geburtsdatum 1.1.1900 ein. Sagen, der ist Deutscher. So, Wohnort ist ebenfalls Heinsberg. Wohnsitzland ist Deutschland. Anschließend wird nach dem Typ des wirtschaftlich Berechtigten gefragt. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, und zwar einmal der einfachste Fall, tatsächlich wirtschaftlich Berechtigter. Das bedeutet 25% oder mehr der Kapitalrechte oder Stimmrechte. Der etwas kompliziertere Fall ist der Fall fiktiver wirtschaftlich Berechtigter. Denn hier wird eine faktische Kontrolle über das Unternehmen vorausgesetzt. Das hat man zum Beispiel, wenn man eine Konzernstruktur hat, wo eine weitere juristische Person, zum Beispiel eine GmbH, an einer anderen juristischen Person beteiligt ist. Dann hat man gegebenenfalls 100% der Kapitalanteile bei der anderen GmbH und fragt sich, wo ist denn jetzt meine natürliche Person dahinter? Und da geht man hin und sagt, derjenige, der dann als Gesellschafter die faktische Kontrolle über das Unternehmen hat, der wird auch hier fiktiver wirtschaftlich Berechtigter. Wir gehen jetzt, weil das der üblichste Fall ist, hier mal von tatsächlich wirtschaftlich Berechtigtem aus. Dann wird nach der Art des wirtschaftlichen Interesses gefragt. Im Regelfall ist es einer der oberen Punkte. Entweder Höhe der Kapitalanteile oder der Stimmrechte. Wir sagen jetzt mal Kapitalanteile und dann muss man noch angeben, wie der Umfang des wirtschaftlichen Interesses ist. Sprich, wie hoch ist denn der Kapitalanteil der natürlichen Person Max Mustermann? Wir sagen jetzt hier 30% wirtschaftlich Berechtigten übernehmen. Anschließend sieht man den Max Mustermann hier unten. Bei 30% Gesellschaftsanteilen ist es naheliegend, dass man gegebenenfalls eine weitere natürliche Person hat, die als wirtschaftlich Berechtigte eingetragen werden muss. Vielleicht 70% Anteile hat, vielleicht aber ebenfalls 30 oder noch weitere Gesellschafter hinzukommen. Das heißt, für jeden, der halt hier als natürliche Person mehr als 25% der Kapitalanteile hält, muss eine solche Eintragung erfolgen. Wir gehen jetzt einfach mal auf Weiter, um uns den letzten Schritt anzusehen. Der letzte Schritt ist wieder die Übersicht, wo alles das, was man vorher eingetragen hat, nochmal gezeigt wird. Anschließend muss man die Eintragungen noch bestätigen. Zum einen muss man hier wieder die Nutzungsbedingungen des Transparenzregisters bestätigen. Zum anderen ist es so, dass nochmal darauf hingewiesen wird, dass man die Eintragungen, die man in den Schritten vorher durchgeführt hat, nicht mehr, also weder teilweise noch ganz rückgängig machen kann und auch nicht löschen kann. Das heißt, auch das muss man bestätigen, diesen Hinweis. Und als letzter Punkt versichert man, dass man überhaupt zur Erteilung dieser verbindlichen Angaben beauftragt bzw. berechtigt ist. Wenn man die drei Punkte bestätigt hat, geht man auf Auftrag erteilen und die wirtschaftlich Berechtigten sind eingetragen. Nach erfolgter Basisregistrierung im Transparenzregister ist man auf der Anmeldeseite und zwar unter Meine Aktionen. Das steht auch hier, Meine Aktionen und Daten. Wenn man etwas weiter runter scrollt, sieht man hier, dass eine erweiterte Registrierung notwendig ist, um Einsicht zu nehmen ins Transparenzregister. Dies ist, wie eingangs schon erläutert, der Fall, wenn man zum Beispiel Gewerbekunden hat, juristische Personen als Kunden hat, die bar bezahlen. Man klickt entsprechend auf Erweiterte Registrierung aufrufen und sieht, dass man 5 Seiten ausfüllen muss. Als erstes wird gefragt, warum registriert man sich überhaupt? Wir sind Verpflichteter gemäß Geldwäschegesetz, das heißt, es wird entsprechend auch ausgewählt. Anschließend wird gefragt, was für eine Gesellschaftsart man denn als Verpflichteter ausübt. Hier sagen wir, wir sind Güterhändler und zwar als Unternehmen. Anschließend auf Weiter. Voreingepflegt sind jetzt schon die Daten, die man bei der Registrierung aufgerufen hat und auch der Ansprechpartner. Das heißt, hier kann man es sich einfach machen und einfach nur auf Weiter klicken.
Um nachweisen zu können, dass man als Unternehmen auch verpflichteter ist, muss man Nachweisdokumente hochladen. Im Regelfall ist das der Handelsregisterauszug, den man hier als Datei anfügt. So, nachdem wir nun die Datei hier hochgeladen haben, bestätigt haben, dass es ein Identitätsnachweis ist und gesagt haben, Datei laden, erscheinen alle hochgeladenen Dateien hier unten. So, das ist soweit richtig. Heißt also, man klickt auf Weiter. Die Rechnungsdaten zieht er sich sofort aus den vorher angegebenen Daten und auch hier kann man sagen Weiter. Die letzte Seite ist dann lediglich die Übersicht über die eingetragenen Daten. Hier nochmal drüber fliegen und anschließend, das ist nicht voreingestellt, muss man natürlich die Nutzungsbedingungen nochmal ankreuzen, bestätigen und sagen Speichern. Anschließend erfolgt die Bestätigung, dass die erweiterte Registrierung abgeschlossen ist. Man kann dann durchscrollen nach ganz unten, wieder zum Start gehen. Nach erfolgter Durchführung der erweiterten Registrierung kann man dann anschließend, diesmal nicht im Portal Meine Aktionen und Daten, sondern auf der ganz normalen Startseite des Transparenzregisters, einfach einen Namen des Gewerbekundens bzw. der juristischen Person, die vor einem sitzt, die man prüfen möchte, eingeben und suchen klicken. Anschließend erhält man eine Trefferliste, hier entsprechend die Exculpa GmbH. Wenn man nun auf diesen Pfeil vor dem Firmennamen klickt, kann man auswählen, was man denn wissen möchte. Zum Beispiel Eintragungen im Transparenzregister. Es wird dann der Antrag auf Einsichtnahme gestartet. Man muss in diesem Feld noch einmal eingeben, in welcher Rolle man Einsicht nehmen möchte. Hier, wie gesagt, als Güterhändler ist man verpflichteter, gemäß Geldwäschegesetz, also das einfach stehen lassen. Nicht voreingestellt ist der Zeitraum, den man überprüfen möchte. Sagen wir mal aktuelles Dokument zum Datum des Bescheides und sagen weiter. Anschließend ist es so, weil natürlich nicht jeder beliebig Firmen überprüfen darf, sondern nur mit triftigem Grund, dass man hier zum Beispiel angibt Barkauf Firmenfahrzeug und anschließend auf Weiter klickt. Also eine Begründung. Das war's schon. Dann hat man im Prinzip die Übersicht, was man eingegeben hat, ebenfalls mit Begründung und geht auf Antrag senden. Das mache ich jetzt nicht, da sonst eine kostenpflichtige Anfrage gestellt wird. Wenn Sie das aber angeklickt haben, können Sie anschließend wieder im Bereich Meine Aktionen, hier oben rechts, unter dem Punkt Anträge auf Einsichtnahme hier die Legende sehen bzw. die bereits getätigten Anfragen sehen. Dann können Sie hier, was jetzt natürlich nicht vorhanden ist und leer ist, den Firmennamen Ihrer Anfrage mit dem aktuellen Status sehen und natürlich dann auch aufrufen können, welche Informationen Sie benötigen. Natürlich, wenn man fertig ist mit der Abfrage im Transparenzregister, nicht vergessen, auf den Abmelde-Button zu gehen und den Vorgang beliebig oft wiederholen, wenn man Firmenkunden hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.